Lieben, hier ist Carly S. von Kreatives Leben. Hi everyone, this is Carly S. von Kreatives Leben. Today I'm going to show you my Adventskalender 2019. Heute zeige ich euch meinen Adventskalender 2019 und meine Katze, Blackie. This is my cat, Blackie. Say hello. Hello. Es kann losgehen. I will just start and just do a flip through. I won't say very much. Ich werde nicht so viel sagen. Ihr habt gesehen, wie ich das Grundprinzip gemacht habe. You saw how I created this. This is like a Leporello that I've created. And I have shown two pages. Ich habe zwei Seiten auf YouTube hergestellt. Das zeige ich, wenn das soweit ist. Und mein Ziel war es, immer möglich realistisch zu malen, weil ich einfach ein bisschen üben wollte. My objective this year was to paint as realistic as possible, sometimes more, sometimes less, depending on the time I had, and I didn't want to spend too much time. Und ich wollte nicht so viel Zeit dafür einsetzen. So, Reindeer, Rentier, hier Adventskranz, Adventswreath, then Mulled Wine, so ein Glas Glühwein, so mit einem Apfel im Hintergrund, with an apple in the background. Then these are boots in the snow, Stiefeln im Schnee, jemand der am Laufen ist. Then here a sleigh with three little kids on top of them in the snow again. Drei Kinder auf einem Schlitten, die gerade viel Spaß haben. Das ist natürlich der Nikolaus am 6. So on the 6th we have Nikolaus coming to us. So this is not Father Christmas. He basically brings, so kids put out their boots in the evening on the 5th. And then when they wake up in front of the door, they will find some nuts and apples and fruit in them. Das ist eine Dame, die gerade Schlittschuh fährt. This is somebody ice skating. Here you see it's not very realistic. These are snowflakes. Hier seht ihr nicht unbedingt realistisch, aber einfach kleine Schneeflocken, alle untereinander. Hier Stern. Simply a star. Because I can. For number 9. And here a poinsettia. Ein Weihnachtsstern. We call them Christmas star, the poinsettia. And I love the colors. So here, this is a page you saw on YouTube, or you saw how I created on YouTube. So das ist eine Seite, die ihr auf YouTube finden könnt, wie ich die erstellt habe. Kleine Lebkuchenmänner, little gingerbread man. Here we have wir haben die Stechpalme, and I have forgotten the name of this one. I will write it down. Hopefully you will recognize it even without me telling you what it is. Schneelandschaft, Winterlandschaft, winter landscape, simply, you know, some mountains and some trees with a lot of snow on them, little house. Here an angel, ein Engel, and then ein Tannenzapfen, a cone, a tree cone, and then we have here a candy cane and eine Zuckerstange und hier ein Kind, das versucht die Zuckerstange zu fangen. Und sowas habe ich, sowas ähnliches habe ich auch gesehen. This is based on something I saw in a shop. A little kid wanted to pick one of the candy cane. And then we have a little snowman, ein kleiner Schneemann. Und hier Kekse natürlich. This is, these are cookies that we bake for Christmas. I think you will do something similar.
this is something we eat throughout the season, and that's why we always put weight around Christmas. Dann hier habe ich einen Weihnachtsbaum. Here we have a Christmas tree, obviously. We have already a little star at the top. We have little candles. We use real candles in Germany. I know that other countries don't use real candles, but this is something we would do. Can you see how much it shines? Könnt ihr sehen, wie es da glänzt? Das ist so toll. So, this is a candle, eine Kerze, die man so hält, also eine Person, das sind die Hände. And this is a person holding the candle. Then we have a bobo, eine Weihnachtskugel, tolle Farben hier auf dieser Seite. I love the colors here in the background, the green, shimmery green and blue. So this is the second page I created on YouTube with the presents, my little Christmas tree. Very simple, much more simpler than this one, right? But this is also a Christmas tree. Viel einfacher als der Weihnachtsmann. Hier auch werde ich euch den Link dazu geben. Then we have a little bell, ein Klingglöckchen, weil das ein schönes Lied ist. We have a wonderful song with little bells that we like. And this is number 24. This is the 24. Das Christuskind. Our Adventskalender always finish on the 24th because on Christmas Eve this is where we get our presents. Thank you. Bye bye. Thumbs up, subscribe, Daumen hoch und bitte abonniert meinen Channel. Tschüss, bis zum nächsten Mal.